Ja, Freunde, was geht? Ich bin's wieder, euer Khalid und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ja, Freunde, endlich kann ich dieses Video bringen. Die Kirchenglocken haben wir auch am Start. Grüße gehen raus. Nein, Freunde, Spaß beiseite. Ja, auf jeden Fall bin ich froh, endlich wieder ein Video für euch rauszuhauen. Und ja, aufgrund leider eines Viruses musste ich meinen PC komplett neu formatieren und alle Sachen abspeichern und alles wieder neu hochladen und so, aber zum Glück ist das jetzt gefixt. Und ja, Freunde, heute steht die Saisonprognose 21/22 an und normalerweise sollte es ja schon, wollte ich das ja zum dritten Spieltag bringen. Leider ist ja dieser Vorfall halt passiert, aber nichtsdestotrotz können wir jetzt loslegen. Ja, Freunde, ich fange bei Platz 18 an und gehe dann hoch bis auf die 1. Und ja, fangen wir mal direkt an. Auf Platz Nummer 18, Freunde, und zwar Greuther Fürth. Ja, Aufsteiger. Freue mich, dass sie jetzt in den letzten 10 Jahren zum zweiten Mal, glaube ich, in der Bundesliga jetzt wieder spielen. Also als Aufsteiger. Und ja, leider sehe ich halt nicht viel drin in dieser Saison. Haben sich zwar gut verstärkt mit Adrian Fein und Jethro Williams, ein alter Bekannter von Eintracht Frankfurt, haben eine dicke Säule mit David Raum und Anton Stach abgegeben. Und ja, Verletzungspech ist auch da bei Ngangkamp und Robin Kier. Daher finde ich, wird es halt sehr, sehr schwer, überhaupt einen Sieg halt mal zu holen oder 2, 3 Siege in Folge zu holen. Deshalb müssen wir mal schauen, wie es halt bei Greuther Fürth dieses Jahr ausgeht. Deshalb Platz Nummer 18, Greuther Fürth, Freunde. Machen wir weiter auf Platz Nummer 17. Und zwar der VfL Bochum, Freunde. Ja, ebenfalls ein Aufsteiger. Leider habe ich gerade die Nachricht gelesen, dass Simon Zoller sich verletzt hat. Hat einen Kreuzbandriss. Gute Besserung auf jeden Fall an der Stelle. Und ja, bekannte Abgänge sind mir jetzt nicht bekannt. Und Zugänge finde ich auch sehr interessant. Mit Stifilidis, Löwen und Rex Bejay und ein Vereinsloser namens Takuma Asano, sagt mir momentan nichts, aber die anderen schon. Und ja, mit Ganvula und Sebastian Polter haben sie vielleicht Alternativen, wo ich aber finde, dass sie nicht das Niveau wie ein Simon Zoller haben. Aber ich denke, dass sie schon den einen oder anderen Sieg mitnehmen können. Aber bei denen sehe ich auch die Chancen sehr, sehr, sehr gering. Von daher denke ich, Platz Nummer 17 wäre am realistischsten. Aber ich sage nicht, dass sie hundertprozentig absteigen. Sie können natürlich auch die Klasse halten, wenn der liebe Gott natürlich an der Seite da ist. Ja, Freunde, machen wir weiter mit Platz Nummer 16. Relegation. Arminia Bielefeld, Freunde. Letzte Saison mit übernommen von Frank Kramer hat die Arminia zur Relegation, zu den Klassenerhalt geschafft. Was ich auch sehr gut finde. Mit Sammy Arabi, den Sportdirektor, haben die auch sehr, sehr gute Transfers getätigt, finde ich. Mit Florian Krüger aus Aue, Robin Hack und Okugawa, sehr, sehr interessant. Wobei Robin Hack ja ein Spieler war, den wir ja auch unter die Lupe genommen haben. Uns da war aber dennoch dagegen entschieden haben. Mit am stärksten Verlust finde ich halt Vogelsammer und Hartl. Wobei Hartl eigentlich ja auch die zweite Chance hatte, wieder Bundesliga zu spielen, obwohl ich ihn finde, dass er Qualitäten hat für die erste Liga, hat sich aber für St. Pauli entschieden. Und ja, Freunde, das bleibt auch abzuwarten, wie die sich entwickeln. Von daher würde ich sagen, Bielefeld könnte die Klasse schaffen, aber ich denke, sie werden die Relegation erreichen. Ja, Freunde, machen wir weiter auf Platz Nummer 15 und ja, da habe ich leider keinen anderen Platz für sie gefunden. FC Augsburg, Freunde. Obwohl ich finde, dass sie mit Abstand eines der stabilsten Verteidigungsreihen haben. Mit Robert Gumni und Wes Oxford und Felix Odukay und Guvelu. Ja, finde ich sie eigentlich schon stabil. Aber dennoch finde ich, dass der Trainer der letzte Saison sie übernommen hat, Markus Weinziel, halt nicht viel aus dieser Mannschaft rausholen kann, obwohl er ja
kein neuer ist, sondern ein alter Bekannter. Und ja, mit am interessantesten finde ich Niklas Dorsch als Neuzugang. Marco Richter und Kevin Danso abgegeben an Lenz und Hertha. Ja, bleibt halt auch da abzuwarten, wie sich das Ganze entwickelt. Von daher würde ich sagen, Platz Nummer 15 wäre realistisch. Natürlich könnte es auch besser werden. Grüße gehen an der Stelle raus an Fabio. Auf jeden Fall habe ich gesehen, du hast Augsburg auch auf die 15 predicted. Und ja, komischerweise habe ich die jetzt auch auf 15. Ich habe es gar nicht, ich habe es erst jetzt eben geguckt. Und ja, auf jeden Fall Grüße gehen raus. Ja, Freunde, auf jeden Fall finde ich auch, dass er neben Fürth oder Bochum, dass Markus Weinzierl die ersten Trainerkandidaten sind für die erste Trainer, für die ersten Trainerentlassungen. Aber bleibt es dennoch abzuwarten. Ja, Freunde, jetzt werden wahrscheinlich einige eine dicke Krawatte haben, denn wir machen mit Platz 14 weiter. Und da finde ich, dass Hertha auf jeden Fall da unten mitspielen wird, weil für mich haben sie zwei sehr gute Spieler, beziehungsweise vier gute Spieler verloren. Mit Cunha, Córdoba, Lucum Bacchio und Dilrosun. Wenn nicht sogar die wichtigsten Spieler, die normalerweise in der Mannschaft waren, aber dennoch nicht funktioniert haben, meiner Meinung nach. Und ich finde, dieses Projekt mit Lars Windhorst ist halt schon spannend, aber es ist jetzt schon mittlerweile das dritte Jahr oder vierte, keine Ahnung. Ich weiß es nicht, vielleicht schon länger. Und es klappt halt immer noch nicht, dass man da halt oben mitspielt. Und ja, es wurde ja schon auch schon sehr viel investiert. Aber ich weiß nicht, mit Suat Serdar, Marco Richter und Maoli da finde ich schon ein paar interessante Transfers. Natürlich für Beles ist auch Jovetic gekommen. Ist jetzt somit der erste Spieler, oder ich weiß es nicht, eines der ersten Spieler, ich glaube, wenn nicht sogar der erste Spieler, der jetzt alle Top 5 Ligen gespielt, durchgespielt hat. Und ja, da bin ich auch gespannt. Deshalb Platz Nummer 14, Hertha BSC. Und ja, machen wir weiter mit Platz Nummer 13, Freunde. Und zwar die Eintracht Frankfurt. Ja, ich finde Platz 13 nicht mehr als Platz 13 ist halt bei denen drinne. Da sie ja auch einen neuen Trainer haben mit Oliver Glasner, der ja von den Wölfen gekommen ist. Und ja, haben eine sehr, sehr dicke Säule abgeben müssen, der für Tore garantiert hat. Und zwar André Silva für 23 Millionen ist er zu Leipzig gewechselt. Dafür Rafael Borré aus Argentinien gekommen. Momentan habe ich jetzt nicht viel von ihnen gesehen, sollte aber die Nachfolge werden für die Eintracht und deshalb muss man mal schauen, aber dennoch würde ich sagen, Platz 14, Platz 13, Eintracht Frankfurt. Ja, Freunde, kommen wir zu Platz Nummer 12 und das hätte ich auch nicht mitgerechnet, dass Köln aktuell von aus 4 Spielen 7 Punkte jetzt hat und ja, ich würde sagen, Platz Nummer 12 wird Köln definitiv sein. Klar, wir haben Bono verloren, mit Abstand der wichtigste Mann hinten. Und ja, haben aber uns, finde ich, gut verstärkt hinten. Finde aber dennoch, dass wir einen Stürmer unbedingt noch brauchen, da Sebastian Andersen auf jeden Fall ja weggehen wollte. Ich denke, der wird wahrscheinlich nochmal einen zweiten Anlauf in der zweiten Wintertransferperiode nochmal versuchen. Und ja, dennoch bin ich aktuell super zufrieden, wie es momentan läuft. Und jetzt am Samstag oder Sonntag oder keine Ahnung wann, auf jeden Fall am Wochenende gegen Leipzig und hoffen wir, dass wir auch gegen die gewinnen. Was natürlich auch ein Meilenstein wieder wird. Aber dennoch habe ich gute Hoffnung. Ja, Freunde, Platz Nummer 12, FC. Und machen wir dann weiter mit Platz Nummer 11. FSV Mainz 05, meine Freunde. Mit Bo Svensson denke ich, dass sie mit Abstand einen guten Trainer haben. Hat ja selber bei Mainz gespielt. Von daher hat Mainz, finde ich, alles richtig gemacht. Haben zwar einen guten Torwart abgegeben an Stuttgart.
Dafür Robin Zentner, ich denke, der hat ja, die haben ja, glaube ich, sich gegenseitig abgewechselt. Ich bin mir nicht sicher. Aber Florian Müller war ja derjenige, der letzte Saison halt besser, sich besser entwickelt hat. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Aber ich hätte Florian Müller in der EM beziehungsweise jetzt in der Nationalmannschaft gesehen, da er eigentlich auch in meinen Augen gute Leistung gegeben hat. Und ja, mit Anton Stach und Widmer, denke ich, und Ingvartsen, denke ich, dass es auch sehr gute Transfers sind. Und daher denke ich, dass er sowieso nichts mit Abstieg zu tun haben werden. Und ja, auf jeden Fall Platz Nummer 11, FSV Mainz 05, Freunde. Machen wir weiter mit Platz Nummer 10. Und ich sehe gerade, wir haben schon 10 Minuten auf der Uhr. Das allererste Mal. Juhu. Total happy, nein, Spaß, Freunde. Ja, SC Freiburg, Platz Nummer 10. Haben sich halt jetzt nicht so krass verstärkt. Haben Santa Maria verkauft an Stade Rennes. Ich denke, Christian Streich wird auf jeden Fall ein gesichertes Mittelfeld holen. Und mit Maxi Eggestein denke ich, dass sie auch einen guten Nachfolger geholt haben. Und der Rest auch auf die Jugend gesetzt haben, was ich super klasse finde. Und ich denke, eins von den vier Spielern, die er mit hochgezogen hat, werden sich definitiv entwickeln. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ja, auf jeden Fall SC Freiburg, Freunde, Platz Nummer 10. Machen wir weiter mit Platz Nummer 9. Und zwar ist es Union Berlin. Ja, haben ja letzte Saison die Conference League. Boah, ich weiß gar nicht, wie dieser Wettbewerb heißt. Gar keine Ahnung. Ich glaube, ich hoffe, ich hab's richtig erwähnt. Conference League haben aktuell die Doppelbelastung. Ich finde, in der letzten Saison waren sie mit Abstand mit eines der Überraschungsmannschaften überhaupt. Platz Nummer 7 finde ich sehr, sehr stark. Aber dieses Jahr denke ich, dass nicht mehr als Platz Nummer 9 drin ist. Und ja, haben sich gut verstärkt mit Rani Kedira. Beziehungsweise war ja verliehen, glaube ich. Ich weiß nicht. Ne, das war Taiwo Awoniyi, der ja verliehen war, aber jetzt fest verpflichtet worden ist. Haben aber auch gute Spieler abgegeben, wie Robert Andrich und Ingvartsen und Christopher Lenz. Weiß jetzt nicht, ob der jetzt auch eins der Dauerbrenner war, aber Robert Andrich ist auf jeden Fall ein guter Spieler und denke, der wird auf jeden Fall was reißen in Leverkusen. Und ja, deshalb Platz Nummer 9, Union Berlin, meine Freunde. Ja, machen wir weiter. Platz Nummer 8, VfB Stuttgart. Und ja, haben auch eine gute Saison letztes Jahr gespielt. Haben einen sehr, sehr guten Spieler abgegeben. Beziehungsweise zwei gute Spiele abgegeben mit Nicolas Gonzalez und Gregor Kobel. Haben sich aber verstärkt mit Florian Müller. Und ich bin mal gespannt, wie sich Chris Führich und Ahamada machen wird. Deshalb bin ich mal gespannt. Ich denke, sie werden im oberen Mittelfeld mitspielen. Und haben ja auch aktuell 4 Punkte. Denke, das wird auf jeden Fall was. Und ja. Deshalb Platz Nummer 8, Stuttgart. Und machen wir dann weiter in den internationalen Plätzen. Ja, Freunde, Platz Nummer 7, Freunde, TSG Hoffenheim. Letzte Saison war es jetzt nicht so eine gute Saison, finde ich. Aber ich denke, dass diese Saison ein bisschen besser wird. Mit Andrej Kramaric haben die ja immer noch einen guten Stürmer. Wobei ich gedacht hätte, dass sie den auf jeden Fall auch abgeben würden. Ja, Isak Belfodil abgegeben. Stajfelidis auch einen gut erfahrenen Linksverteidiger abgegeben. Ja, als Neuzugänge haben sie sich bei Bayern Chris Richards ausgeliehen. David Raum, sehr interessant. Ein alter Bekannter mit Rudi und Angelo Stiller. Ja, da bin ich mal gespannt, wie sie sich machen werden. Und deshalb denke ich, dass Hoffenheim auch wieder so eine Mannschaft wird, die
auch mit oben spielt. Deshalb denke ich, dass der Trainer Sebastian Hoeneß auf jeden Fall da diesmal was reißen wird, da bin ich mir sicher. Deshalb mal schauen, müssen wir mal auch auf jeden Fall schauen, kann auch daneben gehen, beziehungsweise auch nach hinten losgehen. Deshalb muss man halt abwarten, aber ich denke schon, dass sie ein oberes Mittelfeld, wenn nicht sogar besser, abschneiden werden. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 6, Borussia Mönchengladbach. Ja, haben gar keine guten Spieler abgegeben, finde ich. Sind halt nur Altbekannte, bis auf Oscar Wendt und André Paulsen. Weiß jetzt nicht, beziehungsweise Paulsen hat ja gar nicht gespielt. Die meiste Zeit hat ja Benze Baini und Oscar Wendt gespielt. Michael Lang, also keine Bekannten, die bis jetzt abgegeben worden sind. Wobei ich gedacht habe, Zakaria würde gehen und Player. Sind aber dennoch geblieben. Hannes Wolf von Leipzig geholt. Und Luka Netz von Hertha BSC und zwei von der Jugend. Player, Embolo, Markus Thüram, Jonas Hofmann, Neuhaus, alles Säulen, die super, super wichtig sind für Gladbach. Und ich denke, dass ein paar auf jeden Fall in der nächsten Saison gehen werden. Aber ich denke bestimmt, dass sie einen Europa League Platz, wenn nicht sogar einen Champions League Qualifikationsplatz, sich holen werden. Ja, deshalb Platz Nummer 6, Borussia Mönchengladbach. Ja, Platz Nummer 5, und zwar Red Bull Leipzig, Freunde. Ich finde, mit Jesse Marsch haben sie sich eigentlich gut verstärkt, aber ich finde, dass sie nochmal etwas Zeit brauchen, bis sie überhaupt vielleicht noch oben mitspielen werden, weil aktuell Platz 12 ist ein bisschen nach hinten losgegangen und ja. Müssen wir mal noch schauen. Mit Abstand die dickste Säule wie Upamecano und Sabitzer haben sie abgegeben. Konaté, den ich letzte Saison fast gar nicht spielen gesehen habe, an Liverpool abgegeben. Und ja, haben sich aber dennoch gut verstärkt mit André Silva, ein guter Stürmer auf jeden Fall, der auf jeden Fall für seine Tore sorgen wird. Angelinho, jetzt fest verpflichtet. Guardiol, Moriba habe ich jetzt nicht so intensiv verfolgt. Und Mohamed Simakan soll auch ein guter Innenverteidiger sein. Ich weiß es nicht. Habe mich jetzt noch nicht so beschäftigt mit denen und auch mit Guardiol. Aber ich denke, Platz 5 wird auf jeden Fall dieses Jahr drin sein. Keine Champions League. Ist meine Prediction, aber kann auch vielleicht doch Champions League. Am Ende der Saison passieren. Ja, auf jeden Fall das dazu. Kommen wir zu den Champions League Plätzen. Platz Nummer 4 in der Qualifikation. VfL Wolfsburg, meine Freunde. Ja, ich wollte sie eigentlich wieder auf Platz 3 wie letzte Saison aufstellen. Aber ich denke, dass sie sich für die Champions League qualifizieren müssen. Haben gute Transfers gemacht. Ich finde, sie haben auch ebenfalls nicht so krasse Spieler abgegeben. Bis auf Brekalo. Eigentlich hat er letzte Saison gespielt, aber eigentlich ist es auch ein Stammspieler, glaube ich, gewesen. Ich bin mir nicht sicher. Aber dennoch aktuell ungeschlagen, noch kein Spiel verloren. Haben sich gut verstärkt mit Luka Waldschmidt, Bono, Mecha und Luke Bacchio. Ja, bin aber dennoch sicher, dass es Weghorst wird, der Torschützenkönig, also der die meisten Tore schießen wird. Und ja, das dazu, Freunde. Deshalb Platz Nummer 4, VfL Wolfsburg. Ja. Machen wir weiter mit Platz Nummer 3, und zwar Bayer Leverkusen, Freunde. Der teuerste Abgang in der Mannschaft ist Leon Bailey mit 32 Millionen an Aston Villa abgegeben. Als Nachfolger denke ich, haben sie ja keinen geholt, aber haben ja noch genug mit Diaby und Paulinho. Ja, dann noch Gray, Wendel und Jetway verkauft. Denke, dass sie mit Bakker und den anderen wie Andrich, Adli und Kosunu gute Transfers gemacht haben. Kosunu anscheinend ein guter Innenverteidiger. War der teuerste in der
als Neuzugang. Und ja, ich bin gespannt, was Florian Wirtz diese Saison wieder reißen wird. Der hat ja schon 3 Vorlagen und 2 Tore. Der ist einfach eine Granate. Also ich bin mir 100% sicher, es wird definitiv ein Kandidat für Bayern oder Dortmund, wenn nicht sogar irgendwo in England. Aber ich denke, Bayern wird es definitiv sein. Da bin ich mir sehr, sehr sicher. Ja, deshalb Bayer Leverkusen Platz Nummer 3 und die Champions League wird auf jeden Fall wieder da sein. Ja, machen wir dann weiter mit Platz Nummer 2, Freunde. Borussia Dortmund. Es wird wieder die Vizemeisterschaft. Finde, dass sie auch mal irgendwann mal wieder eine Meisterschaft verdient haben, aber ist halt immer wieder schwer, da Bayern ein, ja, ihr habt es ja schon gehört, da Bayern halt momentan immer noch die bessere Mannschaft ist, finde ich. Und ja, deshalb Platz Nummer 2. BVB haben mit Sancho eines der wichtigsten Rechtsaußen verkauft an Manchester United für 85 Millionen, haben als Nachfolger Daniel Malen geholt. Finde ich sehr interessanter Transfer. Bin auch gespannt, was er diese Saison leisten wird. Von daher denke ich, dass sie noch mit Haaland die Saison mit oben spielen werden. Und denke auch, dass es die letzte Saison von Haaland sein wird. Und ja, deshalb Platz Nummer 2, Freunde. Borussia Dortmund. Ja, kommen wir zu Platz Nummer 1. Und das wird definitiv dieses Jahr die 10. Meisterschaft in Folge werden. Der FC Bayern München. Ja, haben sich von zwei sehr, sehr guten Spielern getrennt. Jerome Boateng und Alaba. Ich finde, Boateng hätte eigentlich schon noch bleiben können, aber man kennt's. Bayern macht halt das, was sie für richtig halten, was sie auch in Ordnung ist. Ja, haben natürlich mit Upamecano sich bestens verstärkt. Mit Abstand der beste Transfer. Jetzt habe ich schon was geleakt, aber kommen wir gleich zu. Dann noch Marcel Sabitzer, Omar Richards als Backup für Davies. Und ja, Sven Ulreich wieder zurück. Ich denke, das wird auf jeden Fall dieses Jahr die 10. Meisterschaft in Folge. Und ja, von daher Platz Nummer 1, der FC Bayern, Freunde. Kommen wir zum Schluss zu ein paar Spezialpunkten, Freunde. Und zwar habe ich Torschützenkönig, Top-Vorlagengeber, Top-Transfer, Flop-Spieler und Senkrechtstarter, Freunde. Das wären auf jeden Fall komische Namen, aber ja, kommen wir zum Torschützenkönig. Ich denke, dass es Lewandowski dieses Jahr wieder sein wird. Ich denke, der wird mindestens seine 50 Tore oder 40 Tore wieder schaffen mit Champions League und DFB-Pokal zusammen. Ja, er ist halt die Sturmgarantie schlechthin und ja, auf jeden Fall Lewandowski, Torschützenkönig diese Saison. Top-Vorlagengeber, was ja eigentlich nicht so nötig ist, aber habe es jetzt mal mit reingepackt. Leroy Sané, ja, viele haben den gehatet, dass er irgendwie schlecht ist oder so, aber ich finde, der kommt jetzt langsam wieder und ich denke, der wird die meisten Vorlagen haben. Ein anderer Bayern-Spieler hat es letzte Saison geschafft mit den meisten Vorlagen. Ich weiß jetzt nicht, ob es Müller oder Gnabry war, ich weiß es leider nicht. Aber ich denke, diese Saison wird es definitiv Sané sein. Ja, der wird definitiv mehr als 10 Vorlagen, beziehungsweise mehr als 15 Vorlagen am Ende der Saison haben. Ja, kommen wir zum Top-Transfer, Freunde. Ganz klar Upamecano. Also, als Bayern gegen Köln gespielt hat, fand ich ihn so krass, wie der hinten stabil war, auch wenn die 2 Tore kassiert haben. Er wird definitiv noch in der Saison ein paar Spiele zu null halten, also die Null, die weiße Weste hinten halten, abgesehen jetzt vom Torwart, aber ich denke, Upamecano mit Abstand der beste Transfer diese Saison in der Bundesliga natürlich. Also ich rede jetzt ja noch in der Bundesliga, ne? Und ja, kommen wir zum Flop-Spieler. Vielleicht werden mich jetzt die meisten dafür hassen für diesen Moment, aber ich würde sagen, Marcel Sabitzer, ja, ist zwar ein guter Transfer auf der 8, aber ich denke nicht, dass er an Kimmich und
rankommt, geschweige denn an Tolisso. Wobei ich jetzt sag jetzt bloß, Tolisso ist jetzt wieder verletzt. Achso, waren Probleme. Ja, wird wahrscheinlich wieder kommen. Ja, ich denke, das wird auf jeden Fall ein Backup. Vielleicht ein paar DFB-Pokalspiele. Aber ich denke nicht, dass er Stammspieler sein wird, weil Goretzka und Kimmich werden definitiv gesetzt sein. Und ja, das dazu. Kommen wir zum Senkrechtstarter, Freunde. Also ein Spieler, der von 0 auf 100 sofort auffallen wird. Und das ist für mich ganz klar Stanisic von Bayern. Der ist ja von der Jugend hochgeholt worden. Ja, hat gegen Köln gespielt, hat aber jetzt nicht die letzten Spiele gespielt. Und dafür ja Pavard. Ich denke aber, der wird seine Chance noch weiterhin kriegen und wird auf jeden Fall die Saison sehr auffallen, da bin ich mir sicher, weil ich fand ihn so gut gegen Köln. Sorry, Freunde, ich fand ihn so gut gegen Köln und ich denke, der wird es auf jeden Fall hinbekommen. Das war's, meine Freunde. Das war meine Saisonprognose 21-22. Das ist das erste Mal. Ja, vielleicht wird es in den nächsten Spielzeiten vielleicht besser werden. Von daher, nimm es mir bitte nicht übel. Und ja, ich würde mich sehr gerne freuen, wenn ihr wenn ihr dem Video einen Daumen nach oben geben würdet. Und sehen uns dann jetzt endlich wieder zu den FIFA-Videos, denn einiges ist schon geplant, Freunde. Von daher freue ich mich riesig jetzt wieder auf die neue FIFA-Saison. Ich brenne darauf, wieder zu traden und so weiter. Von daher denke ich, wird es auf jeden Fall ein interessantes FIFA-Jahr. Von daher, macht's gut. Wir sehen uns zum nächsten Video. Euer Relit ist draußen und ciao.